Wir befinden uns in einer katastrophalen Notlage. Die Gasleitungen sind zerstört. Damit ist ein erheblicher Teil der deutschen Wirtschaft jetzt in der Existenz bedroht. Und jetzt müssen wir handeln, uns darauf einstellen, so schnell wie möglich. Es muss jetzt gehandelt werden auf allen Ebenen. Und es gibt in der Richtung fehlendes Gas eine wesentliche Konsequenz. Das ist, dass der Stickstoffdünger nicht mehr verfügbar sein wird oder noch zu Preisen, die völlig absurd sind. Und da gibt es aber jetzt zum Glück eine gute Nachricht. Man kann aus dem Stickstoffdünger relativ schnell aussteigen. Da biete ich jetzt ein bisschen Hintergrund dazu und dann zeige ich auf, wie wir mit regenerativer Landwirtschaft weiterkommen können und auch wie wir da hinkommen können. Ja, Professor William Albrecht war Professor für Boden an der University of Missouri und er hat 1940 gesagt, NPK-Formeln, also NPK, Stickstoff, Phosphor, Kalium, das ist der übliche Handelsdünger in der Landwirtschaft, mineralischer Dünger. Und Stickstoff, da reden wir halt von der Gasabhängigkeit. Stickstoff wird mit Haber-Bosch-Verfahren aus Gas synthetisiert. Das braucht gigantische Energiemengen. Und in die Produktion von Stickstoffdünger geht ein riesiger Teil der Energie in Industrieländern. Also, 1940. NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselkrankheiten und einem frühen Tod führt. Diese Aussage von Albrecht, ist absolut korrekt. Ich sehe das genauso. Es gibt genug Belege dafür. Die einseitige Mineraldüngung, und damit Zerstörung des Bodenlebens führt dazu, dass die Nahrung minderwertig ist und wesentliche Nährstoffe fehlen, aber zu viel Nitrat drin ist. So, jetzt ist Nitrat aber im Moment etwas, was in der Landwirtschaft nicht so schnell verzichtbar ist. Die ökologische Landwirtschaft verwendet schon lange verwendet generell keinen mineralischen Stickstoffdünger. Und insofern ist die ökologische Landwirtschaft jetzt nicht von diesem Verlust an NPK-Dünger betroffen. Aber ein großer Teil der Landwirtschaft, auch in Deutschland, ist davon abhängig. Und da muss jetzt eine ganz, ganz schnelle Umstellung passieren. Und die ist zum Glück möglich. Da möchte ich kurz drauf eingehen, aber nochmal der dringende Aufruf. Wir müssen jetzt aktiv werden. Es geht jetzt wirklich um jeden Tag, jede Woche und es muss jetzt halt einfach ein Handlungsplan kommen, der klare Wege aufzeigt, wie wir in dieser Notsituation weiterkommen und auch Hungersnöte verhindern. Wir haben die Möglichkeit, durch regenerative Landwirtschaft sehr schnell auf Stickstoffdünger zu verzichten. Und sehr schnell heißt schon ab dem ersten Jahr. Also wenn jetzt die Folgen der Düngerverknappung oder fehlenden Verfügbarkeit von Mineraldünger zuschlagen, im nächsten Jahr kann man einen Plan machen, dass man das ja zumindest zum Teil abfangen kann. Und dabei geht es um regenerative Landwirtschaft. Die USA ist da 20 Jahre weiter. Wir sind in Deutschland und Europa da sehr, sehr weit zurück, leider. Aber auf der anderen Seite gibt es doch schon einige Bauern und einige Akteure, die sich da einsetzen. Und ich will hier mal kurz die Grundprinzipien erläutern, damit man sieht, worum es geht. In der Folie stehen noch genauere Punkte drin,
Und ich habe ein anderes Video, wo man sich ausführlich auch die Thematik angucken kann, wo ich die Prinzipien erkläre. Aber hier einfach mal so für die Leute, die sich da gar nicht so gut auskennen, die aber einfach mal verstehen sollen, was jetzt passieren muss. Wir haben halt einen ganz wesentlichen Punkt. Durch regenerative Landwirtschaft bekommen wir sichere Lebensmittel. Die Wasserversorgung wird gesichert, wir kriegen einen Klimaausgleich und wir können Energie sehr viel einsparen, aber auch Energie produzieren. Wie geht das? Ja, das ist halt der wesentliche Punkt. Wir müssen die Bodenbiologie verbessern und die Verbesserung der Bodenbiologie ist etwas, wo wir die Stickstoffproduktion jetzt von der Haber-Bosch-Synthese, die, wie gesagt, sehr, sehr viel Gas braucht, verlagern in den Boden. Und durch regenerative Landwirtschaft haben wir halt eine Rückkehr zu der natürlichen Stickstoffproduktion, die in jedem gesunden Boden ganz von selber stattfindet. Es gibt ungefähr 100.000 Bodenbakterien, die auch mit Pflanzen zusammen diese Stickstoffsynthese können. Das geht aber nur in einem lebendigen, belebten Boden, also muss man die Böden wiederbeleben. Und ganz besonders müssen Bodenpilze mit eingebracht werden. Es gibt Bodenaktivator, Komposte, Kuhdung ist sehr wichtig dabei. Und das ist halt schon mal der wesentliche Punkt. Verbesserung der Bodenbiologie, Punkt 1. Punkt 2. Wir müssen ergänzen fehlende Mikro- und Makronährstoffe im Boden. Und das ist jetzt hier eine Herausforderung, weil viele Substanzen jetzt beim Zusammenbruch der Betriebe halt nicht mehr verfügbar sind oder extrem teuer sind. Diese Stickstoffsynthese funktioniert nur dann, wenn im Boden Molybdän ist als Spurenelement. Also wir müssen uns jetzt dringend darum kümmern, dass da halt die entsprechenden Mengen verfügbar sind und die Analysen gemacht werden. Ja, das ist der zweite Punkt, Ergänzung fehlender Makro- und Mikronährstoffe. Und diese ersten beiden Punkte sind im Grunde der Einstieg. Und wir kommen jetzt zur generellen Praxis der regenerativen Landwirtschaft, für die man aber halt die Bodenbiologie erstmal aufbauen sollte. Die Prinzipien sind minimale Störung des Bodens, das heißt auch nicht pflügen. Auch da spart man deutlich Energie und Arbeitszeit mit ein. Und es wird möglichst nur gegrubbert oder auch sehr flach gepflügt. 15 cm ist noch tolerierbar. Und dadurch bleibt dann die Bodenbiologie erhalten. Das Pflügen zerstört immer wieder die Bodenbiologie. Und daraus ist diese Abhängigkeit von Mineraldünger entstanden. Dann dauerhafte Bodenbedeckung, tiefe Durchwurzelung auch im Winter. Dann ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um halt jetzt die Düngung zu verlagern von der Stickstofffabrik und von der Energievergeudung hin zur Natur, eine artenreiche Gründüngung. Und kann dann halt auch die Stickstoffversorgung mitlaufen. Wir kennen die sogenannten Leguminosenpflanzen, die halt auch Stickstoff aus der Luft synthetisieren, aber so viel, wie die Pflanze braucht. Und insofern ist das halt ein natürliches System, was dann nicht zur Grundwasserbelastung führt, wie bei der Mineraldüngung. Also die Mineraldünger ist im Grunde sehr, sehr schädlich in vielerlei Hinsicht. Aber sehr viele Bauern hängen da im Moment noch von ab und deshalb ist jetzt der Umstieg so wichtig. Und wie gesagt, mit diesen Wegen kann man das machen. Dann ein Punkt, der sehr, sehr aktuell ist, Tierhaltung aktuell zur Ackerfläche. Wir haben ja die Nitratproblematik, Grundwasserbelastung und die Tiere müssen wieder in die Fläche. Damit haben wir auch dann die Düngung der Flächen da, wo es gebraucht wird. Im Moment haben wir eine massive Tierhaltung in Ställen unter oft unmöglichen Umständen mit gigantischen Importen und auch mit gigantischem Energiebedarf der ganzen Systeme.
und Gülleüberschüssen. Und diese Gülleüberschüsse, die sind natürlich jetzt eine Düngerressource, wenn der Mineraldünger ausfällt. Aber die müssen weit durchs Land gefahren werden. Deshalb muss jetzt halt der Einstieg sein, dass die Tiere wieder in die Fläche kommen und bei den Ackerbaubetrieben auch sind. Und dann kann man auch die Gründüngung beweiden, die dann doppelt nutzen. Längerfristig muss Agroforst einbezogen werden. Damit kann dann halt auch eine artenreiche Holzproduktion erfolgen, auch mit Nahrungsbäumen wie Esskastanie, Walnuss, Haselnuss und so weiter. Und man kann die einzig vernünftige Bioenergie machen, das ist Holz. Und Holzgas, jetzt abgesehen von Biogas aus Abfallstoffen, im Moment wird noch sehr viel Biogas aus Nahrung produziert. Und das ist natürlich katastrophal, was auch zu Hungersnöten jetzt schon beiträgt. Aber die Hungersnot, die vielleicht bei uns kommen wird, können wir verhindern, wenn wir halt jetzt hier diesen Einstieg in regenerative Landwirtschaft finden. Ja, das wollte ich hier mal als Notmeldung rüberbringen. Bitte breit verteilen. Das ist jetzt wirklich, es ist an der Zeit zu handeln. Hier nochmal die Folie zum Abkopieren. Das kann man dann auch gerne weiterschicken. Die Grundprinzipien dazu. Ich danke für die Aufmerksamkeit und hoffe auf breite Mitwirkung. Danke.